Willkommen zu Outlast. Jo Leute, unerwartetes neues Nebenprojekt. Die gute Frau Nightfall hier hat sich vor einer Weile Outlast geholt. Ja, sag mal hallo. Hi Leute. Und ja, es hat ihr buchstäblich die Hausschuhe ausgezogen. Und ich hab sie schon immer genervt, wann spielst du endlich Outlast weiter, wann spielst du endlich Outlast weiter? Und sie hat mir schon den Stinkefinger ins Ohr gesteckt. Und, das macht mich fertig. Ich bin ja gut vorangekommen schon so weit, aber bis zu einem gewissen Punkt dann, war es ihr zu verstümmelt. Ja. Und da habe ich ihr jetzt angeboten, spielen wir es doch bei mir zusammen, damit sie auch mal das Spiel sieht. Ich habe mal ein LP gesehen, aber immer nur sporadisch, also... Ich kenne nicht so viel vom Gameplay, sage ich mal. Mhm. Ich kenne die grobe Haupthandlung. Aber ich würde es trotzdem jetzt blind spielen, zu größtenteils. Und da habe ich gesagt, spielen wir es zusammen. Dann komme ich auf die Idee, warum nehmen wir es da nicht auch noch auf? Und dann wird es vielleicht noch lustiger für euch. Ich wurde ja schon länger mal angehalten. Spiel doch mal Amnesia, mach doch mal ein Horrorprojekt. Und ja, das tue ich jetzt. Here we go. Wir spielen Outlast. Und wir werden es auch fortgeschritten spielen, weil es so gruseliger ist und ich verrückt bin. Ja, das bist du. Und Frau Nightfall macht die Erzählfrau. Müssen wir das jetzt noch vorlesen? Ich mach's mal. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Ja, wir spielen einen Journalisten namens Miles Upshur, der einen Hinweis bekommen hat auf eine Nervenheilanstalt, dass es da was zu holen gibt. Und der hat seine Kamera im Gepäck. Und ja. Was passiert, werden wir dann sehen. Da setzt jetzt das Spiel an. Das Mount Massive. Die Mount Massive Nervenheilanstalt. So massive. Kein Torwächter da, wie es aussieht. Wo bleibt das Empfangskomitee? Das Radio hat auch so ein bisschen versagt, wo wir uns genähert haben. Was haben wir denn hier? Vertrauliches. Ja. Das ist ein Brief von. Nee, das ist eine E-Mail. Unserem Tippgeber. Die kannst du mal lesen. 17. September 2013. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt, zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden. Und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Jo. So viel von unserem Tippgeber. Klingt vielversprechend. Das klingt nach der großen Story. Piep, piep. Unser Camcorder. Jo, scheint zu funktionieren. Colorado Press. Independent. Nachtsichtmodus. Activated. Check. Piep, piep, piep. Ein Wolf. Ja, wir haben ein Notizbuch. Aber da dürfte jetzt noch nichts drinstehen. Noch nicht. Ändert sich aber bald. Wie die Tür automatisch schließt. Ja, ist auch gut, ne? Ne? Wo kam das her? Ich muss festhalten, wie sich die Tür geschlossen hat. Das ist keine Notiz wert. Ja, man sieht ja auch so schön seinen Körper. Das erinnert mich gleich ans neue Thief-Spiel. Ist das ein bisschen ähnlich? Finde ich ganz cool eigentlich. Wir entdecken ein Büro, in dem nichts ist.
PCs. Und der atmet schon so ein bisschen seltsam, der Typ. Das war eher enttäuscht. Nein, ein enttäuschtes Stöhnen. Da musst du jetzt natürlich rüberspringen. Oh, ja, das ist so cool. Ich muss das testen, weil ich das cool finde. Cool. Bei Thief kann man sowas ähnliches machen. Nur mit einem Busch. Zack. Ich denke mal, das werden wir noch brauchen. Dann machst du den jetzt schon fertig, bevor er überhaupt reingeht. Ja. Sieht vielversprechend aus, ne? Mhm. Die Nerven hat er entstellt. Ich finde den Himmel toll. Auf der einen Seite das dunkle Gewitter aufziehen, auf der anderen Seite noch der Sonnenuntergang. Wir können Türen schnell öffnen oder ganz langsam. Und Türen zumachen kann er nur wie ein Bekloppter. Da knallt er die Türen richtig. Und hier können wir unseren Camcorder. Nehmen und Sachen aufzeichnen und er macht das die Notizen, wenn man bestimmte Sachen fotografiert. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Merkoff Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wieder geöffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Merkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer an diesen Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Ich kann ja die Tagebucheinträge von ihm machen und du machst den Rest. Ja. Lalalala. Da ist jemand. Hallo. Und Licht aus. Hat das Licht ausgemacht. Ich glaube, er möchte nicht beobachtet werden. So, und ich habe mir überlegt, wir legen ein bisschen mal Wert auf Atmosphäre hier. In diesem Let's Play. Es gab ja bei Alone in the Dark, das ist ja echt gut angekommen bei euch. Da dachte ich, ich leg mal einen drauf hier. Bring noch ein Horrorprojekt, bring wieder Frau Nightfall und dann geht ja alle richtig ab. Und da gab es damals einen Typen, der meinte, wir labern zu viel Scheiße. Was ich sehr lustig fand. Ja. Weil es ist halt auch ein Let's Play, da geht das auch so ein bisschen. Aber ich werde mal versuchen, dass wir hier so ein bisschen mehr auf Atmosphäre legen. Frau Nightfall hat eh schon Angst. Noch hält sich so eine Grenze, noch ist alles schön ruhig. Und ich laber nicht ganz so viel Mist. Und wir gruseln uns gemeinsam. Das Spiel speichert. Okay. Das ein gutes Zeichen ist. So. Wenn schon mal nichts da steht, dann... Uiuiui. Ist cool, wer sich abseilt, finde ich. Okay, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich wieder runterkomme. Gibt es eine Pfeillassen-Taste? Nee. Aber... Das war jetzt auch eigentlich nicht so vorgesehen. Das ist zum Hangeln an anderen Stellen gedacht. Das war jetzt so nicht vorgesehen, dass du da runterjumpst. Ey, cool, der kann sogar so Side-Jumps machen. Ja, ja. Richtiger Parkour-Typ, ey. Sind die Ausweich-Moves. So einen Garten will ich auch haben. Macht doch viel Arbeit. Ah, noch scheint alles ruhig zu sein hier. Hm. Ob wir die Story unseres Lebens hier finden werden. Es ist so schön ruhig. Man kann es nicht so ruhig bleiben. Wie die Terra-Musik schon einsetzt, einfach mal nur, weil wir raufgeklettert sind. Ich finde die Musik sehr cool, finde ich. Mhm. Und auch dieses Gekletter hier. Gefällt mir als Thief-Fan sehr gut. Und der Soundtrack ist jetzt schon richtig atmosphärisch. Oh ja. Und da die Haupttür nicht so ganz zugänglich ist, suchen wir uns eben einen anderen Weg rein. Und wir haben ihn gefunden. Und natürlich geht jetzt das Licht aus, aber wir haben ja unsere Nachtsichtfunktion. Nur eine Batterie erstmal. Wir können sogar zoomen. Das Ding hat sogar einen kleinen Lichtwerfer, wie es aussieht. Mhm. Eine kleine Taschenlampe. Meine Taschenlampe brennt. Alles kaputt gemacht. Ist da was? Mhm. Nee. Gibt es alles? Ist das ein Spiegel oder ein Bild? War nicht so lesbar, was das war. Nee. Und dann brauchst du den nicht mal leise aufmachen, so wie die knarzt. Ja, ne? Also atmosphärisch, weil sie leise aufzumachen. Muss mal gucken, ob hier irgendwas liegt. Blocked.
Bücher. So viele Bücher. Ein lauter Fernseher. Ganz ruhig. Wie gesagt, so ein bisschen kenne ich gerade vom Anfang, also ich wusste, dass hier was kommt jetzt. Da habe ich schon Leute erschrecken sehen sich. Ich glaube dir gar nicht. Aber ich kenne wirklich nur so 20-30% des Spiels. Der Rest wird mich schocken. Hoffentlich. Auf jeden Fall wird es spannend und interessant werden. Ja, er hält sich ja auch so gerne so fest. Das ist immer eklig unvorbereitet, manchmal so eine Hand aus dem Augenwinkel. Und ja, das war zu. Und Junge, mach die Türen leiser zu. Das ist irgendwie so Anti-Schleich. Klasse. Und schon wird's unheimlich. Ups. Ich sehe Blut. Hallo? Jemand zu Hause? Du brauchst das Nachtsichtsgerät nicht anwenden? Nee, ich muss die Steuerung nur lernen. Hm, Batteriechen. Eine Batterie, denn der Nachtsichtmodus verbraucht die Batterie. Und muss mal aufgefüllt werden. So, ist convenient. Bin mal gespannt, wie das Spiel schwerer ist als auf normal. Das macht mir schon Angst. Ich kenn's ja auf normal nicht. Ich weiß auch. Hat's mir schon vollkommen gereicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das Spiel Schwierigkeitsgrad macht, weil man sich ja nicht wirklich wehren kann. Es gibt halt nur Batterien und Lebensenergie höchstens, ja. Und vielleicht, dass du schneller außer Atem bist, wenn du rennst. Ich habe noch was Vertrauliches entdeckt. Merkov Psychiatric Systems, Project Wall Rider, Mount Massive CEO. Alter des Patienten, 19, Geschlecht, männlich. Behandelnder Arzt, Dr. Carl Houston. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerten, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivitäten in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit, Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten, erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arithmetische REM, NREM-Zyklen. Lachen in NREM-Phasen. Und so weiter, und so weiter. Das hat echt krass gut gelesen für die Begriffe, ey. Die Hälfte davon hat wahrscheinlich keiner verstanden. Und ich finde voll, dass diese Musik beim Vorlesen... So, ihr seid wieder da. Ich bin gerade aus Versehen aus dem Spiel gegangen. Wieso? Ich hoffe, dass der Vor wohl aufgenommen. Guck, checken wir gleich mal. Ich finde, die Musik bei den Dokumenten und so ist voll wie so ein bestimmter Track in Bloodlines, wer mein LP gesehen hat oder das Spiel kennt. Wenn ich den jemals finde... Boah, da lasse ich die Tür noch lieber offen, ey. Ja, wa? Dann mache ich da mal ein Vergleichsvideo. Da ist schon mal jemand auf dem Ofen. Da ist jemand. In Ruhe auf die Toilette gehen. Ich glaube, da wollen wir nicht rein. Ja. Da blutet jemand. Sieht auch nicht so einladend aus hier. Nee. Aber ich soll da hoch. Du musst da hoch. Und ich mache blutige Fußtapfen. Das ist cool, ja. Fußtapfen. Fußtapfen. Was ist das? Das sieht aus wie Innerei. Oh ja. Ein Stück Enddarm mit einer Cola. Dazu eine leckere Pepsi. Auch wie beim Mittag. Cola. Cola, drink it. Nein, nein. Nicht? Nein. Jetzt kommt, das ist besetzt. Sei mal nicht so unhöflich. Oh, da war doch offen. Nein, da ist nicht offen. Da wollen wir nicht hin. Na gut. Schmeiß so. Draußen bleiben. Ich glaube, da gibt's. Nee, da ist der Kreis. Hübsche Spinnenwebe. Oh, wie er schon atmet. Ja, der Typ ist auch nicht. Da war er. Ordentlich gespannt. Das macht mich immer kürre, dieses Röcheln im Ohr. Man ist selber schon nervlich am Limit und dann noch dieses Röcheln. Ja, das hat er einfach mal die Fresse hält. Das Spiel ist halt nicht ohne. Okay, da die Tür sieht so aus. Zugestellt. Kommt von der anderen Seite allerdings auch keiner rein, das ist ja positiv. Die Bibliothek. Library.
muss schon sagen, wenn ich dich gekannt hätte, wäre ich echt vom Stuhl gefallen. Ich bin so gestorben. Erstens mal. Das war so schlimm. Das hat einer angeschrien. Der Soundeffekt. Der ist dir runtergefallen, ja. Nee, das war er selber. Vor Schreck. Ach so. Oh, oh. Ich bin da erstmal aus dem Spiel. Das war so viel. Wir müssen hier drin bleiben, es ist voll einladend. Erzähl uns von deinen Erfahrungen, wie du das Spiel verlassen hast. Ich hatte so eine Angst. Weil ich habe im ersten Moment gar nicht gecheckt, was da auf mich zugekommen ist. Im ersten Spiel, ich dachte, scheiße, da ist irgendwas drin. Wie die Fliegen summen. Was ist, wenn ich ausmache? Oh. Dann ist es dunkel. Es war sehr dunkel. Das traue ich mir hier nicht. Das war mal eine schöne Bibliothek. Ja. Noch eine Batterie hier irgendwo? Nee, ich glaube erstmal nicht. Nur ein paar Kopflose. Ja. Er hängt ganz schön kopflos von der Decke. Vor allen Dingen bewegen die sich, wenn du gegen ditcht. Ja, das ist richtig ekelhaft. They killed us. They got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. Can unlock the main doors from security and control. You have to get the fuck out of this terrible place. So, hier endet mal die erste Folge. Ich werde mal einen kurzen Cut machen, also es wird gleich weitergehen. Und dann schauen wir uns weiter um. Bis gleich.